Ja, YouTube, wie ihr wisst, kam jetzt leider lange, lange nichts mehr. War auch ein bisschen bedingt mit Umzug, ein bisschen Umstrukturierung, gesundheitlich nicht ganz fit. Jetzt bin ich wieder hier. Ja, was soll ich groß sagen? Es hat sich nicht viel geändert. Wir haben immer noch viel zu tun. Wie ihr im Hintergrund seht, 435i, da kommen wir nachher noch kurz dazu. Zu einem kleinen Teil 2, da gehen wir auf den BMW N55 Motor ein. Das wurde ja von einigen Usern von euch gewünscht. Wird man natürlich so machen. Jetzt aber erstmal zu dem, was folgt. Es wird ein paar Änderungen geben bezüglich Personalgeschichten. Da werdet ihr rechtzeitig informiert. Da wird sich gegen Juni, Juli ein paar Sachen ändern. Wie schon gesagt, da bekommt ihr noch rechtzeitig eine kleine Info. Wir haben in der Pipeline aktuell noch den Toyota Aristo. Da gab es ein bisschen Probleme mit den Turboladern. Das Thema ist jetzt aber geklärt. Das heißt, der wird fertiggestellt in den nächsten Wochen. Auch hier kommt noch ein Video vom Umbau von der Fertigstellung. Das habe ich euch versprochen und werde ich natürlich auch einhalten. Wir hatten noch das Thema S3. S3 fällt leider raus. Da gibt es eine Fahrzeugumstellung. Stattdessen kommt ein Golf 7 GTI. Der kriegt ein Upgrade auf Golf 7 R Technik. Das heißt, der kriegt einen anderen Turbolader, ein paar andere Hardwarekomponenten, um die Leistung Richtung 400 PS zu erreichen. Ja, laut Facebook habt ihr ja gesehen, CL65 ist auch noch in der Pipeline, ist eine Software aufgespielt, die nicht sehr gut oder die nicht wirklich gut läuft. Also das Fahrzeug fährt sich kaum schneller als Serie. Auch hier müssen wir gucken, was da Sache ist. Haben wir einen Hardware-Defekt? Haben wir ein Software-Problem? Kann ich noch nicht sagen. Leider mussten jetzt durch diese ganze Umstellungen ein paar Leute einfach ein bisschen warten, weil es einfach so ist, wenn man qualitativ gute Arbeit leisten will, dann hat es eben, oder dauert es eben Zeit. Momentan ist es auch so, wir haben momentan ca. 3 Wochen Vorlaufzeit. Das heißt, wenn ihr einen Termin haben wollt für eine Leistungssteigerung, für einen Fahrzeugumbau, dann meldet euch einfach bitte rechtzeitig. Am besten, ich blende es unten ein, E-Mail-Adresse oder einfach per Telefon einfach kurz auf dem Handy anrufen. Sagen, hey, ich habe ein bisschen das Anliegen, wie sieht es aus mit dem Termin? Ist überhaupt gar kein Problem. Jetzt würde ich sagen, gehen wir ab zum N55, allerdings machen wir daraus einen Teil 2 und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, ciao.